Kappel. Grazie Presidente. Danke, Herr Präsident. Das US-Justizministerium ermittelt gegen die FIFA wegen ungezügelter systemischer und tief verwurzelter Korruption über eine Zeitspanne von mehreren Jahrzehnten hinweg. Das FBI ist eingeschaltet. Das ist gut so, denn ohne die amerikanischen Behörden wäre dieser Skandal niemals an die Öffentlichkeit gekommen. Die US-Ermittlungen sind aber auch politische Nadelstiche gegen Russland und Katar, die sich jetzt noch auf die Weltmeisterschaften 2018 und 2022 freuen dürfen. Hier sollte man nicht naiv sein. Die Frankfurter Allgemeine titelte neulich und sagte, dass die FIFA korrupt ist, war eines der größten offenen Geheimnisse der Welt. Und ja, der FIFA-Skandal macht deutlich, Geldwäsche, Korruption und Bestechung dürfen im Sport keinen Platz haben. Effektive Anti-Geldwäsche-Bestimmungen müssen auch im Sport angewendet werden, so wie dies im Weißbuch des Sportes aus dem Jahr 2007 vorgesehen ist. Und Kommissar Navracsics hat es heute schon gesagt, die FIFA ist nicht mehr fit, den internationalen Fußball zu leiten. Das heißt, neben der politischen Dimension, die wir hier ansprechen, braucht es auch Reformen auf der Ebene dieses Verbandes. Und solche Reformen müssen dazu führen, dass die Korruptionsvorwürfe aufgeklärt werden, dass Geldflüsse kontrolliert werden, dass Transparenz herrscht bei der Vergabe von Weltmeisterschaften und dass die Menschenrechte gewahrt werden. Das ist wichtig, und dann werden die Werte wiederhergestellt sein. Das Europäische Olympische Komitee hat Aserbaidschan im Dezember 2012 den Zuschlag für die ersten Europäischen Spiele gegeben. Diese Spiele werden am Freitag dieser Woche eröffnet. 6.000 Athleten aus 50 Ländern werden teilnehmen und sich in 20 Sportarten messen. Und selbst ein Team aus Armenien ist dabei, trotz des Konflikts in Nagorno-Karabach. Die Europäischen Spiele sind eine Art europäische Olympische Spiele, und Aserbaidschan hat enorme Anstrengungen, insbesondere finanzielle Anstrengungen unternommen, um den strengen Anforderungen des Europäischen Olympischen Komitees gerecht zu werden. Allein 820 Millionen Euro flossen in das operative Budget für die Ausstattung der Spiele, Milliardenbeträge in die Infrastruktur und den Hofbau, insbesondere insgesamt rund 6 Milliarden Euro. In politischer Hinsicht ist Aserbaidschan seit 2004 in die europäische Nachbarschaftspolitik eingebunden und seit Mai 2009 Mitglied der Europäischen Ostpartnerschaft. Aserbaidschan und Europa sind wichtige strategische Partner. Für den Zeitraum 2014-15 hat die EU 3 Millionen Euro für die Unterstützung der Zivilgesellschaft in Aserbaidschan bereitgestellt. Menschenrechte sind wichtig, das steht außer Frage. Menschenrechte entsprechen auch dem olympischen Gedanken. Die Agenda 2020 des Olympischen Komitees sieht deshalb vor, dass Menschenrechte gewahrt, die Pressefreiheit gewahrt und der Schutz der Minderheiten in einem Bewerberland sichergestellt werden müssen. Lassen Sie uns den Sport nicht verpolitisieren, meine Damen und Herren. Ich würde mich der Einschätzung des Rates anschließen. Sie sagten es heute, Frau Ministerin, die Europäischen Spiele sollen ein Fenster des Fortschritts zwischen Europa und Aserbaidschan zur Stärkung der Beziehungen zwischen Europa und Aserbaidschan sein.